Weiter geht es mit einer neuen verbotenen Folge Horizon Forbidden West. Freut mich, dass du da draußen wieder ganz verboten mit dabei bist. Und natürlich auch ein Dankeschön an all die kleinen Schlingel, die das letzte Video mit einer verbotenen Bewertung unterstützt haben. Gewinnspiel läuft bis diese Woche Sonntag, geht Phase 1. Einfach nur kommentieren, mit eurem Discord-Namen eine Bewertung dalassen. Und schon könnt ihr die Deluxe Edition von diesem Spiel hier gewinnen, egal ob PS4 oder PS5. Der Key funktioniert für beides. So, gehen wir mal rein. Ganz schöner Sturm auf. Echt? Ja. Sie werden stärker. Und häufiger. Also die Stürme und die geplagten Lande, die Flüsse und Seen voller Algen? Das sollst du alles gerade biegen? Ja, aber das geht nur, wenn ich das Backup finde. Ich glaube, wir schlängeln uns zum Rechenzentrum durch. Wir müssen durch das große Gebäude da hinten rechts durch. Das ist aber ganz schön viel Verantwortung, oder? Ich meine, sie muss die ganze Welt retten. Die ganze Welt. Hey, Val. Hier sind Daten. Du kannst sie mit dem Fokus scannen. Klein Aloy muss das alles alleine machen. Die Daten erwähnen Technologie, die Far Zenith mit Zero Dawn getauscht hat. Aber nichts darüber, woher sie ein Backup haben. Ich halte Ausschau nach mehr Daten. Was haben wir hier drüben? Mal sehen. Oh, viele Glyphen. Das schaue ich mir später genau an. Glyphen? Ich kann nicht lesen. Okay, gut. Dann gehen wir mal durch die Tür. Wir müssen wohl hochklettern. Wahrscheinlich. Wie wir das eben immer machen. So, hier so ein primitives Vorratslager, das wir noch plündern können. Und oh, warte mal, hier können wir auch noch irgendwie ran. Ha. Huh. Aber wieso? Wieso zwei Wege? Moment. Unten waren wir schon. Das ist wahrscheinlich nur ein Weg zurück. Ich entscheide mich für diesen Weg hier. Der sieht irgendwie angenehmer aus und schneller. Wow. Und ruckelig. Ah, alles deswegen. Okay? Ja. Da gehen wir eher nicht lang. Ich dachte schon, wieso zwei Wege? Der eine sieht irgendwie so unnötig kompliziert aus. Aber jetzt wissen wir, warum. Ah, komm schon, echt. Es ist ja auch 1000 Jahre alt. Hey, für 1000 Jahre ohne irgendeine Pflege und Wartung ist das immer noch hier alles ziemlich solide. Sieht aus wie ein Besprechungsraum. Die Tür auf der anderen Seite ist verschlossen. Anzu. Das Zero Dawn Terraforming System. Eine Erfindung von Dr. Elizabeth Sobeck. Mit der Hilfe von 9 Unterfunktionen ist Gaia, der Kern des Systems, in der Lage, Planeten fortgeschritten zu entwickeln. Was unseren Kolonialisierungsanstrengungen zugutekommt. Verfahren Phase 1. Das Ziel innerhalb von Projekt Zero Dawn etablieren. Status vollständig. Phase 2. Das Ziel wird insgeheim eine vollständige Kopie von Gaia und ihren Unterfunktionen in das Rechenzentrum dieser Anlage hochladen. Wenn alles gut geht, erfahren die Zero Dawn-Angestellten rein nichts von der Übertragung. Risiken. Wird diese Operation entdeckt, könnte Zero Dawn die bereits verhandelte Apollo-Datenbank einbehalten. Travis Tate, der Hacker-Experte, der sich um das Hades-Protokoll kümmert, darf auf keinen Fall davon erfahren. Außerdem muss auch gegenüber Dr. Sobeck selbst äußerste Vorsicht gelten. Als eine der herausragendsten Technologinnen der Welt könnte sie unvorhergesehene Sicherheitsmaßnahmen ergriffen haben. Die Exekutivzusammenfassung ist abgeschlossen. Beurteilung hängt an. Ich dachte, Elizabeth hätte das Backup hergeschickt. Was nicht stimmt. Far Zenith hat Gaia gestohlen. Aloy, warum sieht die Frau aus wie du? Ist okay, Val. Wir sehen uns ähnlich, weil sie exakt ich ist. Gleiches Genmaterial. Aber sie war eine der Alten. Wie kannst du sie sein? Und zwar wurde ich nicht geboren. Ich wurde geschaffen. Von einer Maschine. Ich
habe keine Mutter und wurde als Kind verstoßen. Ich verstehe das nicht. Welche Maschine erschafft einen Menschen? Erinnerst du dich, dass ein Backup eine Bedienungsanleitung ist? Es ist noch mehr. Sie heißt Gaia. Und lange Zeit kümmerte sie sich um die Welt, bis sie sich selbst zerstören musste. Dann schuf sie mich, um sie zu retten. Ich bin die Einzige, die das kann. Und hier ist meine letzte Hoffnung. Du hast mal gesagt, dass die Göttin zu dir sprach, als du in den Urmutterberg gingst. War das diese Gaia? Ja. Aber sie ist nicht die Göttin, Val. Es gibt keine. Woher weißt du das? Klingt, als hätte sie dir eine heilige Aufgabe gegeben. Ich habe viel darüber nachgedacht. Mit dem Fokus wirst du das auch, aber jetzt? Laut dem Bericht wollten sie die gestohlene Gaia-Kopie im Rechenzentrum lagern. Also müssen wir dahin. Okay? Ja, die Story ist schon ziemlich Terminator-mäßig, ne? KI verschlingt die Welt. Konter-KI erschafft Mensch, der dann Konter-KI retten soll. Aloy, hier drüben. Ich habe was Nützliches für dich gefunden. Aha, was denn? Was ist das? Was hast du da gefunden, Val? Eine Waffe. Danke, Val. Wir sollten weitergehen. Nach dir. Moment, was hat jetzt... Eine Frost-Sprengschleuder. Mhm. Okay, sehr gut. Sprengschleuder feuern Bomben mit großer Flächenwirkung ab. Diese Waffe feuert Frostbomben ab. Verwende sie bei Gegnern, um sie in den brüchigen Zustand zu versetzen. Gegner im brüchigen Zustand sind anfällig für Stoßschaden. Okay, aber wie wähle ich sie denn aus? Ah, hier drüben. Alright, verstehe. Werden wir testen, denn ich denke, bald werden hier wieder ein paar Gegner kommen, hier oder? Unten. Wow! Ja, ja. Ich glaube, wir sind fast wieder draußen. Gut. Okay, die können wir auch herstellen, ne? Was brauchen wir dafür? Wahrscheinlich Kühlsaft und Muskel. Maschinenmuskelgewebe. Oder wie auch immer das heißt. Oder Muskeln, Fasern. You know what I mean. Heilige, das ist... Das muss die Maschine sein. Und sie ist in die gleiche Richtung unterwegs wie wir. Oh, toll. Das ist eine Dreckschlange. Eine Speikobra. Die mir ins Auge spitten will. Oh, so eine Maschine. Ich könnte die neue Waffe ausprobieren. Gute Idee. Let's do it. Okay, Moment. Du bist mir hier gerade ein bisschen in der Sonne, Kumpel. Du bist. Sie ist brüchig. Ich kann ihr mehr Schaden zufügen. Geil, Mann. Sie ist schon brüchig, Aloy. Die ist schon ganz schön brüchig. Hab dich! Die alte Maschine da hinten. Nicht stand. Nee, das mögen die gar nicht. Haben wir hier eine Energiezelle? Zünder nehme ich mit. Noch mehr Osseram-Stöberer. Und sehr viel Säure. Die große Maschine griff wohl an, als sie fliehen wollten. Sie hatten keine Chance. Stimmt, die Viecher verlieren ja Teile. Und auch diese Teile kann man, einige nicht alle, aber einige kann man davon plündern. Müssen wir mal so ein bisschen dran denken. Wenn da mal was wegspringt. Dieses Backup ist also die letzte Hoffnung? Ja. All die Orte, an denen ich zuletzt war. Dort sollte es mehr Backups geben. Doch vor 1000 Jahren hat jemand namens Ted Farrow sie alle gelöscht. Gehörte er auch zu Farzineth? Nein. Er war schlimmer. Okay, wo müssen wir denn hin? Irgendwo da drüben hin? Was haben wir denn hier? Eine Seilrutsche oder was? Ach nee. Boah, darauf können wir den Ninja Walk machen. Das sieht alles so wahnsinnig gut aus. Ich meine, fairerweise muss man sagen, auch Teil 1 sah schon richtig, richtig gut aus, ja? Also Horizon Zero Dawn war ein wunderschönes Spiel.
Ich habe auch nichts anderes erwartet. Das ist schon wirklich was zum Staunen, zum Genießen. Müsste man eigentlich auf dem großen Fernseher spielen. Wow. Dieses große Metallding sieht wie das Schiff im Auditorium aus. Stell dir vor, ja, damit zu den Sternen zu fliegen. Maschinen haben sie zerfetzt. Diese Typen hatten keine Chance. Ja, und wir wollen uns diesem Monster stellen. Ist ja großartig. Ganz tolle Idee. Ganz, ganz tolle Idee. Was haben wir hier Schönes? Okay, warte mal. Nein, ich wollte hier hin. Naja. Gut, ich habe so viele Teile. Wir können sie im Fokus markieren und im Auge behalten. Oder wir fetzen sie einfach böse weg. Das Geilste ist natürlich, die schön wegzustealthen. So, der ist mal markiert. Oh, die laufen hier schön zusammen. Mit einer Bombe. Könnte ich die halt ultra geil wegholen. Oder wir machen den einen jetzt hier so schnell zack. Und mit dem anderen fetzen wir uns. Oh, er hat es nicht mehr mitbekommen. Der hat es ja nicht mal mitbekommen. Aber das hat er mitbekommen. Bam! Oh, 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 oh. Hat er Freunde geholt? Yep. Bam! Okay, der Nahkampf ist noch nicht so strong. Boah, das ist ein anderes Vieh. Das ist kein Otter. Das ist irgendwas anderes. Aber wir müssen jetzt nicht einfrieren, oder? Das ist ja mies. Okay, wie kommen wir jetzt hier raus? Die Maschine schlug direkt durch die Mauer. Okay, warte mal, ich brauche erstmal ein bisschen Heilung. So. Gesundheit ist wieder fresh. Nehme ich mit. Nehme ich mit. Give it to me, baby. Da hinten ist eine Leiter. Aber was ist hier drüben? Wir sind ja von da gekommen. Was ist das hier für eine Ecke? Was ist hier drin? Ah, was ist denn hier? Noch eine alte Kiste. Nochmal mit Klangspiel. Was Schlüssel sind, Aloy. Irgendjemand hat da seine Hausschlüssel reingeworfen. Aber für Babys ist das ein Klangspiel. Interessanterweise. Moment, da müssen wir doch rankommen, oder? Ja. Boah, ich bin so gespannt auf diese Riesenschlange. Aber sag doch mal, Sona fand es okay, dass du nicht in das Heilige Land zurückgegangen bist? Als Kriegsherrin der Nora verstand sie, warum ich dir unbedingt folgen musste. Aber als meine Mutter war sie nicht begeistert. Ist sie denn je begeistert? Ich habe sie noch nie lächeln gesehen. Ich auch nicht. Okay, wie komme ich da rüber? Ah. Ah. Ich dachte schon, wir müssen schwingen. Kann ich hier hochklettern? Ich habe irgendwie echt so eine Neigung, unoffizielle Wege einzuschlagen. Auch diese ganzen Pflanzen und so, das ganze Gewächs, das ist so wunderschön und so detailverliebt. Ich bin so überwältigt. Wahnsinn. Einfach nur Wahnsinn. Drei von den Dingern? Und wenn sie die ganzen Osseram getötet haben, kommen wir niemals bis ins Rechenzentrum. Wir können nicht vorbeischleichen. Und sie nicht frontal angreifen. Wenn wir eine Siedlung suchen und Jäger um Hilfe bitten. Das dauert Wochen. So viel Zeit haben wir nicht. Vielleicht reicht es, wenn das Shuttle runterfällt. Das Ding? Wie? Ich finde es raus. Warte hier. Aloy! Glaub mir! Und weg ist sie.
drei von denen. Na dann viel Spaß. Ich finde schon eine von denen richtig unangenehm. Wenn ich es zum Turm schaffe, finde ich sicher einen Weg rüber zum Shuttle. Alright, ich glaube, den friere ich ein. Der Bams. Jetzt muss ich hier schnell wechseln. Vielleicht sollte ich fürs Erste den Speer nutzen. Munition sparen. Ah, alles gut. Wir haben so viel, Kumpel. Okay, Vorsicht. Da ist noch einer von denen. Okay, wenn ich schnell bin, kann ich den Sneaky holen. Versuchen wir es. Ah, es sind sogar noch zwei. Oh oh, oh oh, oh oh, oh oh, oh oh, oh. Knapp, ultra knapp. Dreh dich mal um. Komm schon, du Mungo. Ey, als ob die mich nicht sehen, ne? Ich rage hier voll raus. Ja, der will sich nicht umdrehen. Der will sich einfach nicht umdrehen. Beruhigt, glaube ich. Bleib weg. Bleib weg. Kabams. Wo ist der andere hin? Oh, der ist jetzt ganz da hinten. Aber ich würde sagen, den holen wir auch noch. Weil wenn ich ihn jetzt nicht Stealth hole, dann macht er wieder Alarm und dann haben wir wieder ein Problem. Na also, geht doch. Geht doch, meine Friendos. Waren das jetzt alle hier oder rennt hier irgendwo noch einer rum? Kann man hier rein? Ich glaube nicht. Ich gehe sehr stark davon aus, dass es nicht geht. Was sammle ich denn hier ein? Golddornpfeffer. Achtung, hier ist wieder von diesem... Da. Etzkraut. Mit der Leiter komme ich auf den Turm. Welcher Leiter? Wo ist eine Leiter? Hier drüben. Ich dachte schon, wo sieht die Alte jetzt wieder eine Leiter? Ist die schon runtergeschossen? Nee. Wäre ich ja nicht auch dran gekommen, ohne jetzt halt nochmal drauf zu schießen. Es sah zumindest sehr stark danach aus. Okay, da oben ist eine Stange. Ich glaube, ich kann sie erreichen, wenn ich vom Greifpunkt ausspringe. Moment, wo ist eine Stange? Die Stange. Da kommst du ran. Moment, ich... Nee, warte. So. Ich bin nicht hoch genug. Ich versuch's nochmal. Vor dem Erreichen des Greifpunkts. Okay, warte. Alle Tasten sind hier eben voll drin. Geschafft! Ah, so geht das. Ja, das muss man erstmal alles lernen, Freunde. Ich sag ja, hier wird jede Taste 4 bis 5 Mal verwendet am Ende. Das sind immer so die Nachteile an so üppigen, umfangreichen Spielen. Du musst da wirklich drin sein. Du musst da wirklich drin sein. Ich bin ja dann so ein Mensch. Ich spiele dann meistens 4 Spiele täglich durcheinander, um die Aufnahmen zu machen. Und die ganze Steuerung dann immer perfekt in einen Flow zu kriegen, ist nicht immer leicht. Sagen wir es mal so. Da hat das Gehirn schon ganz schön zu arbeiten. Das noch in meinem hohen Alter. Da hinkommen. Der Sturm wird stärker. Kabams! Und hoch mit uns. Geschafft. Was machen die da unten? Die rangeln da rum. Na komm. Rüberspringen. Kann ich nicht. Warum kann ich... Vorsicht. Eieieiei. Alter, ey, Loi, du machst Sachen. Ein wackeliger Turm weniger. Auf zum nächsten.
Komm. Hier ist alles schon total verrostet und Schrott. Da kann ich nicht überspringen. Aber hier ist ein Kabel. Vielleicht kommt... Okay, let's go. Wow. Tja, hier geht's wohl nur nach oben. Alter, auseinander. Uff. Also in letzter Zeit kletter ich sehr viel rum und es ist oft sehr unangenehm. Das Shuttle muss ich nur einmal angucken und es fällt um. Klammern, die das Shuttle fixieren. Ich wette, hier ist auch eine Steuerkonsole. Wenn ich die Klammern löse, sollte das Shuttle direkt in die Senke fallen. Oh, super. Noch eine Maschine. Wo denn? Guck mal, kann man hier hoch? Okay, wo sind die Maschinen? Ich müsste mal von dem die Route sehen. Achtung. Der ist ein bisschen nervös. Ha! Naja, wenn er direkt zu mir hinrennt, ne? Da kriegt er auch direkt einen Stich. Aber normalerweise sind es immer mindestens zwei, maximal drei bis jetzt. Hier rennt doch irgendwo bestimmt noch einer rum. Wow, hier drüben. Ja, komm genau zu mir hin. Ein Wühler. Teile markieren. Spur markieren. Okay, hat sich beruhigt. Alright. Ich sehe seine Route. Die Steuerkonsole könnte dort drin sein. Ja. Ein Problem weniger. Wühler down. Alles mitnehmen. Okay. So, Freunde. Zeit, die Maschinen da unten zu zerlegen. Wie es weitergeht, erfahren wir natürlich wieder in der nächsten Folge. Bewertung dalassen, ans Gewinnspiel denken. Bis zum nächsten Mal. Hier rennt doch noch irgendwo ein Gegner rum. Irgendjemand ist alarmiert. Ich tanze hier durch die Gegend und fühle mich sicher und frei und habe selbst gesagt, das sind meistens drei. Und da hinten rennt noch jemand rum. Gut, beim nächsten Mal geht's weiter. Auf Wiedersehen und tschüss. Da hinten ist er doch.